Und damit herzlich willkommen zum 500 Abonnenten-Special auf meinem Kanal. Unglaublich, wie schnell das jetzt alles gegangen ist. Ich kann das noch gar nicht glauben, wie schnell der Kanal in der letzten Zeit gewachsen ist. Ich hatte das noch gar nicht eingeplant, jetzt hier ein 500 Abonnenten-Special abzudrehen. Eigentlich wollte ich ein normales Update-Video machen, aber das geht natürlich nicht. Das reicht nicht. Ich muss mich als allererstes mal ganz herzlich bei euch bedanken für die 500 Abonnenten. Ja, und was ich für heute eingeplant hatte, ist, dass wir wieder einen Stadtrundgang machen, aber nachdem ja auch mein Kanal jetzt etwas über ein Jahr alt ist, also vor etwas über einem Jahr habe ich mein erstes Video hier hochgeladen, habe ich mir gedacht, betrachten wir auch mal die Stadt in der Hinsicht, was alles so weitergegangen ist, wie sich meine Ideen verändert haben im Laufe der Zeit und schauen uns einfach den Unterschied an zwischen vor einem Jahr und heute. Fangen wir mal im Innenstadtbereich an. Also, hier wo die Brickbank jetzt steht, da könnt ihr jetzt im allerersten Video sehen, ich blende jetzt immer hier an der Seite so Screenshots ein vom ersten Video, damit ihr eben wisst, worüber ich rede. Also, im allerersten Video hatte ich da den Beginn von einem Casino stehen, da wo jetzt die Brickbank steht, genau auf dem Platz. Also, ihr seht schon, ich wollte immer schon ein Casino in der Stadt haben. Ich bin zwar kein super großer Casino-Fan, also eigentlich gar kein Casino-Fan, aber irgendwie wollte ich immer schon eins dabei haben, einfach nur um so viel Abwechslung in der Stadt zu haben wie möglich. Von der Idee bin ich jetzt komplett abgekommen, von dem eigentlichen großen Casino, was da ist. Was ich jetzt stattdessen gemacht habe, ist, dass ich hier in dem Gebäude, wo die beiden Ganoven hier oben drauf stehen, da habe ich jetzt hier über die Hintertür erreichbar ein verstecktes Casino drin. Ich habe jetzt das Dach vom Casino abgenommen und hier könnt ihr das jetzt nochmal von drinnen sehen. Hier haben wir einmal einen kleinen Pokertisch, das ist das Spiel, was ich am liebsten spiele im Casino. Dann hier ein kleiner Roulette-Tisch, wo gerade der Dealer und ein Spieler am Start ist. Und dann hier noch einen Blackjack-Tisch mit etwas überdimensionierten Karten. Aber ich glaube, man kann das als solches erkennen, wenn man es weiß. Viel Platz ist wie gesagt nicht, aber so eine kleine Spielhalle, bisschen illegal, wie gesagt, mit der Hintertür hier hinten. Und ich fand das eigentlich ganz nett. Und die beiden Ganoven, die ja auf dem Dach stehen, was ich jetzt hier abgenommen habe, die beiden passen ja zur Story dazu, dass das Ganze so ein bisschen illegal ist, was hier sich abspielt. Dann konnte man ja im ersten Video hier vorne in dem Bereich, wo jetzt das umgebaute Assembly Square steht, den Beginn einer Kathedrale sehen. Die Kathedrale habe ich noch ein klein wenig weitergebaut, habe das ganze Projekt dann aber pausiert bzw. abgebrochen, einfach nur deshalb, weil das viel zu steinintensiv war und wahrscheinlich auch zu groß gewesen wäre für diese kleine Stadt. Wir haben ja schon eine Kirche, das muss reichen, noch eine Kathedrale, auch wenn es im gotischen Baustil natürlich super cool gewesen wäre. Die Bautechniken, da kann man natürlich auch komplett eskalieren, darauf hätte ich schon Lust, das irgendwann mal zu verfolgen, aber erstmal noch nicht. Also das Ding wird dann eh einige 100 Euro kosten, wenn ich dann eine Kathedrale hinsetze, die im Lego-Figuren-Maßstab ist, also in circa 1:40 gebaut ist. Und das wird noch verschoben, das Projekt. Kommt aber bestimmt irgendwann. Wie gesagt, so gotischer Baustil, da kann man bestimmt einiges an coolen Bautechniken verwenden. Dann wandern wir mal weiter nach rechts. Man kann ja im ersten Video sehen, der Bach, der war ja schon zum großen Teil durchgeplant. Also der Wasserfall natürlich da hinten war noch nicht annähernd so groß. Und hier vorne hat er dann, glaube ich, bei der Mühle irgendwo aufgehört. Den habe ich jetzt einfach nach rechts umgeleitet und der wird dann hier unter der Zugstrecke, unter der Brücke verschwinden. Dann, was sonst noch sich komplett geändert hat, war, ich hatte ja gar nicht eingeplant, dass hier vorne eine Zugstrecke ist. Mein Plan wäre gewesen, unterirdisch eine U-Bahn-Haltestelle zu bauen, beziehungsweise ein gesamtes U-Bahn-Netz. Und ich hatte ja dann hier hinten da die Strecke, die wir jetzt hier im Moment umbauen, die ist ja einfach nur gerade rausgekommen und da bei einem Prellbock war dann Ende. Ja, und jetzt bin ich dann, wie ich ja schon in den letzten Videos immer wieder erzählt habe, hat mich dann immer mehr die Idee überzeugt, doch diese Strecke hier hinten mit dem Bahnhof, den ich ja dann doch irgendwann da hingesetzt habe, zu verbinden. Und da bin ich ja schon dabei, die Platten hier, die da rankommen an die rechte Seite, sind schon alle ausgemessen. Ich muss jetzt nur zum Baumarkt fahren und das Zeug endlich mal holen. Das schiebe ich jetzt schon eine Weile raus, aber wie gesagt, ich freue mich ja selbst auf die Zugstrecke. Das heißt, das kommt jetzt dann demnächst irgendwann. Auch zu erwähnen sind natürlich die Ampeln. Ich hatte schon relativ früh dieses Ampeldesign, was ich haben wollte, ausgestaltet. Also ihr könnt es im ersten Video schon sehen, dass hier hinten an der Ecke die Ampel, die steht da schon. Natürlich noch ohne Beleuchtung, aber das Design hatte ich relativ früh schon raus, wie ich das haben möchte. Ja, und dann war ich irgendwann mal verrückt genug, um genug Zeit reinzustecken mit einem Freund. Alleine hätte ich das nicht geschafft, die Ampeln durchzuprogrammieren und zu verlöten und generell alle zu verkabeln. Das war super viel Aufwand, aber ich bin einfach zufrieden mit dem Ergebnis. Und ihr seht schon, die LEDs sind auch bei Tageslicht. Ich glaube, ihr habt die Beleuchtung noch nie bei Tageslicht gesehen. Also wie gesagt, auch bei Tageslicht sind die hell genug, dass man auch erkennt,
was hier eigentlich los ist. Ich habe es schon jetzt, glaube ich, zum dritten Mal erwähne ich das, dass die Ampeln, wenn sie von grün auf rot springen, blinken, weil ich nämlich in Österreich wohne und bei uns ist das einfach so. Mich haben einige darauf angesprochen, dass ich das ändern soll. Ja, ich kann es sofort ändern, wenn ich möchte, aber es bringt einfach Action rein, deshalb habe ich das hier drin. Und wie gesagt, das Palais ist deshalb wahrscheinlich mein Lieblings-Modular-Building, einfach nur wegen dieser verrückten Beleuchtung. Also da konnte man komplett eskalieren und das hat super viel Spaß gemacht, das zu beleuchten. Und da, also die Beleuchtung an sich war nicht so lustig, aber die Programmierung danach schon. Und hier vorne eben die beiden Fotografen, die da noch rumstehen und diesen Schauspieler, der hier ankommt, gerade abfotografieren. Das sind alles diese Spielereien, deshalb habe ich so Freude an der Lego-Stadt. Zu jedem Rundgang durch eine Lego-Stadt gehört natürlich auch ein Blick in alle Gebäude. Vor allem die Gebäude, die ich das letzte Mal vor 2 Monaten, war ja das 200 Abonnenten-Special ungefähr, da habe ich ja schon mal die ganzen Gebäude, die da schon ausgerüstet waren, gezeigt. Aber wir werden uns heute natürlich auf die 9 Gebäude fokussieren. Ich werde die anderen aber auch kurz zeigen. Was ich nicht zeigen werde, sind die ganzen Modular Buildings, weil das kennt ihr ja schon aus allen anderen YouTube-Videos, aus Vorstellungsvideos zu den Gebäuden. Das muss ich, glaube ich, nicht durchgehen. Was vielleicht schon erwähnenswert wäre, ganz kurz, ist hier mein selbstgebautes kleines Modular Building am Rand. Das ist in der unteren Etage ein Zeitschriften-Shop. Da seht ihr hier eine Auslage. Und im oberen Bereich, das kann ich ja nochmal ganz kurz von drinnen filmen. Man kommt zwar nicht rauf, aber hier oben ist einfach nur ein kleines Sofa, eine Pflanze und so eine Wandlampe. Die Wandlampe deshalb, damit ich das so beleuchten kann, dass man die Kabel nicht sieht und ich aber die Decke abnehmbar habe. Das ist ja auch das Problem bei den Gebäuden hier, die sind zum Teil nicht abzunehmen, weil hier oben seht ihr das schon, da sieht man die Kabel, ich hoffe das fokussiert, da genau, sieht man die Kabel und auch hier übers Dach langgelegt. Das ist eben immer das Problem, das natürlich dann das verhindert, dass ich hier diese Etagen abnehmen kann. Aber so spannend sind die Gebäude eh nicht von innen. Wie gesagt, das kennt man ja, wichtig sind mir, dass die selbstgebauten Gebäude alle abzunehmen sind. Und das leitet uns auch direkt schon über, hier zum ersten, und zwar einmal der Bahnhof. Da könnt ihr meine Lampe sehen, die jetzt auch schon beleuchtet ist. Das war das letzte Mal noch nicht der Fall. Ist ein bisschen unprofessionell, also man sieht das oben, die ganze Verlötung hier, aber es ging leider nicht besser. Das Kabel verschwindet dann hier drin in dieser braunen Säule und verschwindet dann da eben durch die Säule und dann letzten Endes unter der Platte. Das erste komplett neue Gebäude seit dem letzten Rundgang ist hier vorne dieses Stellwerk an der Ecke. Erreichbar ist das, das kann ich euch als allererstes mal zeigen. Hier hinten einmal über diese Treppe, die mit hier hinten verbunden ist. Da kommt man dann eben über den Balkon, jetzt kann ich auch das Dach hier schon mal abnehmen, über den Balkon durch die Tür hier hinten durch und dann ist man auch schon innen drin. Holzboden habe ich da reingebaut. Dann die Beleuchtung wird wahrscheinlich stattfinden über eine kleine Tischlampe, die hier drauf gebaut ist. Damit ich, wie gesagt, keine Deckenlampe drin habe, die mir dann das verhindert, dass ich das Dach abnehmen kann. Dann hätten wir einmal hier eine kleine Schaltzentrale für den Angestellten, der hier drin arbeitet. Ja, und noch so ein Waschbecken. Ein Klo ist dann theoretisch, nehme ich mal an, hier unten drin, wo diese Tür ist. Weiter geht's mit den Innenbereichen von einmal hier vorne, der Mühle und dann dem kleinen Blockhaus. Das ist auch neu seit dem letzten Mal dazugekommen, aber nochmal ganz kurz hier. Damit das auch mal alle neuen Zuschauer noch mal kurz sehen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Da haben wir einmal das Bett hier oben und dann das Ganze kann man auch runternehmen. Haben wir hier drunter das eigentliche Mahlwerk, was eben über die Mühle, die hier draußen von dem Bach angetrieben wird. Da, das treibt dann eben hier drin diesen Bereich an, der dann das Getreide mahlt. Ich war zwar schon mal in einer Getreidemühle drin, also in einer Wassermühle drin, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich getreu nachgebaut. So gut erinnere ich mich dann auch nicht. Wirklich viel Platz war jetzt nicht hier drin, aber ich glaube, man kann das halbwegs erkennen, wenn man es weiß, was es ist. Dann einmal hier ein kleines Waschbecken und dann integriert hätten wir auch noch einen kleinen Ofen, damit man Brot backen kann. Das ist dann eben dieses Baguette, was hier eingelagert ist. Ja, dieses Feuer hier, das ist leider noch nicht beleuchtet. Beleuchtet ist es schon, aber es flackert noch nicht. Im Gegensatz zu, das leitet uns auch schon über, diesem kleinen Kaminfeuer hier, das kann ich euch jetzt auch nochmal bei Dunkelheit zeigen. Hier hätten wir also einmal das Feuer aus der kleinen Holzhütte im Dunkeln und dann nochmal im Vergleich zu dem nicht flackernden Feuer hier aus der Mühle. Also da bevorzuge ich doch eindeutig hier dieses gemütliche Flackern. Und auch unser kleines Restaurant hier am See ist mittlerweile ausgestaltet von innen. Da hätten wir einmal die Küche hier drin mit dem Koch, ein paar Teller und Pfannen sind dabei. 4 Herdplatten, also nicht sonderlich groß die Küche, aber so viele Gäste sind dann auch nicht da, dass man da großartig irgendwie 10 Herdplatten bräuchte. Ist ja auch nur ein Koch da. Drinnen
Also im Essbereich ausgestaltet ist es zwar auch, aber nur mit ganz einfachen und ganz simplen Holztischen. Da habe ich mir gedacht, nachdem dieser Bereich nicht abzunehmen ist, weil ich da eine Deckenleuchte drunter habe, also hier dieses schwarze Dach, was hier im vorderen Bereich zu sehen ist, das ist nicht abzunehmen, einfach nur deshalb, weil ich da eine Deckenbeleuchtung drin habe, damit das Haus auch gescheit ausgeleuchtet ist. Und zu guter Letzt hätten wir dann natürlich noch offensichtlicherweise unseren Legoberg, der ja dann doch irgendwie das Herzstück dieser Landschaft bildet, vor allem des ländlichen Bereichs. Da kann man jetzt nochmal, da blende ich jetzt nochmal ein Vorher-Nachher-Bild ein. Ich hoffe, ich kriege die Perspektive halbwegs hin, dass man sieht, was hier eigentlich weitergegangen ist. Also die Felswand ist ein ordentliches Stück raufgegangen. Da habe ich auch viele, viele Stunden Arbeit reingesteckt insgesamt schon. Aber es gibt einfach so viel her. Ich bin super zufrieden mit der Optik des Berges. Und es ist ja auch noch einiges vor uns. Also ich habe schon die nächsten Steine, die noch dunkelgrau sind, habe ich schon vorbereitet. Danach kommt dann hellgrau. Dann kommt irgendwie im linken Bereich, hätte ich gedacht, eine Ritterburg drauf. Da habt ihr ja auch damals in dem Update-Video abgestimmt, was da oben rauf soll. Und ganz oben über der Ritterburg bauen wir dann noch auf jeden Fall ein Schneebereichchen. Also irgendwie, dass zumindest die Spitze oder der Gipfel halt mit Schnee bedeckt ist. Und damit wären wir dann auch schon am Ende von unserem Rundgang angekommen. Es ist natürlich noch einiges vor uns. Selbst wenn die Lego-Stadt irgendwann mal fertig sein sollte, irgendein Gebäude ist dann immer wieder umzubauen. Man entwickelt ja auch seine Bautechniken weiter. Also wenn man zum Beispiel mal dieses Haus hier vergleicht mit mittlerweile diesem Fachwerkhaus hier vorne mit dem Stellwerk, da sind natürlich dann doch Fortschritte zu erkennen. Also irgendwann wird dann bestimmt dieses Haus ausgetauscht. Es ist nie zu Ende. Also irgendwie ist man dann immer doch unzufrieden mit alten Gebäuden, die man gebaut hat, und die werden dann irgendwann mal ausgetauscht. Ansonsten hier vorne, habe ich ja schon mal erwähnt, da kommt ein Fachwerkhaus hin, was den Übergang von Stadt auf Land so ein bisschen gestalten soll. Da kann ich euch versprechen, da kommen ein paar tolle Bautechniken, da bin ich im Moment noch am Experimentieren. Ein paar Steine fehlen mir noch für das Gebäude, das kommt dann demnächst. Nächstes Update-Video kommt dann hier vorne das Strandbad dazu, da habt ihr jetzt ja schon einen kleinen Fortschritt gesehen mit dem Lagerfeuer und dem Zaun, der außen rum ist, aber da kommt dann das nächste Mal ein kleines Boot dazu für den Bootsverleih, wie angesprochen. Also es liegt noch genug vor uns. Hier links die Stadterweiterung liegt dann natürlich auch noch vor uns, damit wir eine größere Fläche haben, die wir bebauen können und damit auch die Zugstrecke vor allem größere Distanzen zurücklegen kann. Die wird dann hier links abbiegen und dort, wo jetzt der Schrank im Moment steht, hinführen. Da kann man dann einen Kopfbahnhof hinbauen, irgendwelche höheren Gebäude, Hochhäuser, Bürogebäude. Irgendwas wird mir da schon einfallen, also da freue ich mich auch schon drauf, größere Gebäude zu designen. Nicht nur eben diese ländlichen Fachwerkhäuser, obwohl die natürlich auch ganz nett sind. Aber wie gesagt, dass man da auch mal ein bisschen was Größeres hat. So, aber jetzt würde ich da mal sagen, haben wir genug geredet. Auch diese längere Special-Folge von heute, die 500-Abonnenten-Special-Folge, geht dann mal zu Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht das gerne. Teilt das Video gerne mit euren Lego-begeisterten Freunden oder auch mit den noch nicht Lego-begeisterten Freunden. Die kann man ja auch bestimmt überzeugen. Ist ein super Hobby, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.